Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl. Good evening, sports fans. That's what a star player looks like. Ah, you'll need to prove it on the field. If he finishes the game with all his teeth, then I'll call him a star player. What a warm day. Players are going to melt. I hope you're ready for some violence. Action! We should get some today, with one team having an edge over their opponents. Our team getting ready. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl 2 mit der Nerd Bowl Chaos Squad. Wir spielen wieder gegen ein Chaos Team, diesmal mit zwei Big Guys gleich gegen uns. Das könnte schwer werden. Die haben einen Minotaurus, die haben einen Starspieler, den wir schon kennen und den wir nicht sonderlich fürchten gelernt haben. Und sie haben ein Tentakel-Vieh. Wenn ich das richtig gesehen habe. So. Wir spielen wie üblich in der Verteidigung. Der Bero immer vorne an der Line. Zusammen mit dem Frank und dem Samu. Und wir setzen auch mal unsere neuen Chaoskrieger ein. Wen nehmen wir denn dafür raus? Der Engai, den können wir dafür rausnehmen. Der hat bis jetzt noch nichts gerissen. Aufs Feld mit dir. Leshrak Dark. Alles klar, Einstellung bestätigen und wir werden sehen. Der Minotaurus auf der linken Flanke. Wollen wir hoffen, dass er nicht zu viel Schaden anrichtet. Beide Teams bekommen einen Wiederholungswurf. Jawoll. Also gut für uns. Schlecht ist der Gegner auch nicht. Okay, die Tiermenschen machen sich bereit. Was haben wir denn hier für so einen Gegner? Nichts. Ein Chaoskrieger mit Block. Mehr Tiermenschen ohne alles. Der hat auch Block. Nichts. Na komm, wir wollen hier gucken, was die Chaoskrieger haben. Einer mit Block. Noch einer mit Block. Und einer mit Block und Kralle. Das ist fies. Und der arme Frank wird leiden müssen. Der Minotaurus hat auch schon einen Aufstieg. Was hat er sich denn gekauft? Abstoßendes Aussehen. It's the only answer. Okay, wir müssen also vorher, bevor wir ihn blocken, erstmal einen Test machen, ob wir nicht zu angewidert sind, ihn zu schlagen. So, jetzt kommt der Krallenheini, glaube ich. Der haut gerade unseren armen Frank, oder? Nee, das war nicht der Krallenheini. Oh, und Frank direkt K.O. mit dem ersten Schlag. Ja, das werden wir mit dem Apotheker nicht... Night, night. Let the bed bugs bite. So, und der Minotaurus haut den armen Samur. Auch der ist K.O. Okay, es startet direkt mal nicht besonders gut für uns. Zwei Chaoskrieger K.O. Das geht besser, Leute. So, Leshrak. Mach mal hier... Räche uns! Aber bleib stehen und lauf nicht neben den Oger. Ich hab gesagt, rächen. Naja. Gut, Koali einmal neben Ballträger. Mit zwei Go for it. Noch einmal Rerolls, kein Problem. So, und der Backfisch einmal hier den Tiermenschen ein bisschen behindern. So, dann... Ja, der hat dieses komische abstoßende Aussehen. Das ist jetzt nicht so cool. Wo machen wir unseren Blitz denn? Gegen den Krallenheini macht es keinen Sinn. Einen Einser-Blitz hätten wir dann maximal. Wir können versuchen, den zu blitzen. Kommt er da hin? Mit 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, nur mit Go for it. Komm, Eloridas. Hau mal den da.
down into the opponent's tackle zone. Should be good. Schade. Na, immerhin näher zum Ball. He won't leave him alone anytime soon. So, und dann versuchen wir uns hier mal. Wenn ein Minotaurus im Spiel ist, versucht euch von der Seitenlinie fernzuhalten. So, Cartman einmal ins Backfield. Schauen wir mal, falls einer durchbricht, wird der Cartman ihn dafür bestrafen. So, ein bisschen elfisch spielen, ausweichen. Okay. So, dann geben wir ab zum Gegner. Aber die zwei Big Guys und der Krallenheini, das ist echt nicht schlecht. Quali wird gehauen. War gut, dass er ausweichen hat. Und blocken. Das hält ihn ein bisschen länger am Leben als Tiermensch. So, Backfisch wird niedergeknüppelt. Okay. Und da läuft der lästige kleine Gobbo nach vorne. Richtung Bero, weil er weiß, er hat von Bero nichts zu befürchten. So, der Loridas steckt seine ersten Prügel ein. Jetzt die Animation auch mal angelassen. Können wir ja mal so lassen einfach. Okay, hier haben wir den Starclap Rustlers. Der möchte ganz gerne ein paar aufs Maul bekommen. Deswegen stellen wir den Lesrak mal daneben und hauen mit Plastiklöffel oder mit dem Bero. Der Bero hat Block, deswegen haut der Bero den mal jetzt. Ach, schade. Wir bleiben aber stehen. Push the stronger player back. That'll do. So, noch stehen wir hier ganz gut. Schauen wir mal. Ich will jetzt hier nicht zu offensiv spielen, weil ich habe das Gefühl, dass der Gegner besser prügelt als wir. Mit zwei Big Guys ist das gar nicht so eine gute Idee, hier komplett in den Nahkampf zu stürmen. Vor allen Dingen, weil wir auch schon zwei Chaos-Krieger verloren haben. Lissak ist auch noch K.O., das heißt, unser dritter Chaos-Krieger ist weg. Das wird hart. Der Gegner hat auch relativ viel Glück, was das angeht. Aber Gott sei Dank, alles nur K.O. Und wir hoffen mal, dass sie alle wiederkommen. Nach dem nächsten Kickoff. Backfisch wird nur geschubst, das ist okay. Wir werden weiter lauern auf einen Fehler des Gegners. Wenn er irgendwann den Ballträger entblößt. Ein Feld hat er bisher gut gemacht. Wenn er in dem Tempo weiter vorrückt. Haha, der Minotaurus. Ah ne, er will, macht doch das, was er wollte. Okay. Kohali haut seinen Gegner. So, der Gobbo ist jetzt für Kohali anfällig. Allerdings stehen hier noch unterstützende Chaoskrieger drin. Das heißt, sie hätten einen Negativblock, wenn wir hier angreifen. 2, 3, 4. Ne, wir hätten einen Einserblock. Wir hauen erstmal mit dem Bero hier den Strähnzigor. This is going to be decisive. Okay, und schubsen ihn beiseite. So, und folgen. Dadurch blockt der Bero jetzt die beiden. Das heißt, wir können mit dem Koali hier rein. Und hoffentlich den Gobbo aus den Latschen. Ah, schade. Okay. Wir schieben ihn. Und wir schieben den Minotaurus mal ein bisschen beiseite. So, und folgen. So, und dann hat nämlich jetzt der Kuriminus nochmal die Chance, den Gobbo zu hauen. Und er haut ihn aus den Latschen. Sehr gut. So geht das, Koali und Bero. Kuriminus kann kleinere Leute schlagen. Und der Ball fliegt Gott sei Dank sogar in ein unbesetztes Feld.
Sehr stark, sehr stark. Was haben wir hier? Wir haben hier den Mischka, der kann sogar schön den Ball aufheben. Aber erstmal macht hier der Eloridas den Weg frei. Und drückt diesen Tiermenschen hier mal ein bisschen beiseite. So, und jetzt einmal Eloridas Ball aufheben und dich wirklich weit von dem Minotaurus entfernen. So, und wir haben noch Go For It, das heißt, der Eloridas wird auch noch eine Go For It nutzen, um weiter wegzubekommen. Sehr gut. Alles klar. Cartman, hinterher. Schütze den Ballträger. Tu dein Bestes. Und auch Plastiklöffel wird versuchen, hier den Minotaurus vom Ausbrechen, vom Wüten zu schützen, zu, nicht zu schützen, sondern... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß es gerade selber nicht so richtig. So, Bugfish ausweichen mit Agility 4, kein Problem. Und einmal hier Richtung Ballträger. Ja, wie immer, Bugfish und Mischka ganz vorne beim Scoren dabei. Sehr gut, das hat gut geklappt. Dank Beru und Koalis Vorarbeit konnten wir den Ball holen. Das ist doch die Aufgabe von Beru, da vorne richtig einen reinzuschnetzeln. Leider kriegt er keine Starspielerpunkte dafür. Und er musste auch langsam seine Angst vor den kleinen Goblins überwinden. Das hat ihm doch sehr weh getan im letzten Spiel. Hoffen wir, dass wir nicht gegen viele Goblin-Teams spielen müssen. Sehr schön. Herr Loridas hat das Spiel begriffen und haut diesen müßiges Fell einmal aus seiner Tackle-Zone K.O. sogar. Perfekt. Ist gut gemacht. So. Ich denke, wir nutzen die Chance und versuchen mal mit dem Loridas den Big Guy niederzuprügeln. Und schaffen das. Sehr gut. Der Loridas hat sich schon bewährt. Folgen. Bam. Und ist er durch die Rüstung durchgekommen? Leider nicht, leider nicht, leider nicht. So. Ja, hier hinten der Beru, Koali und Koriminus haben hier nicht viel zu melden. Es sind alles Negativ-Blocks. Deswegen, Mischka... Oder Bugfish. Mischka kann es mehr gebrauchen. Der hat weniger Star-Player-Points momentan. Also machen wir einfach mal den Touchdown. Touchdown! An extremely fast first touchdown. The other team must wake up. So. Dann führen wir jetzt schon mal 1-0. Der gegnerische Spieler steht leider wieder aus der K.O.-Box auf. Und unser... nur ein Chaoskrieger kommt wieder. Ich hatte gehofft, dass sie alle wiederkommen. Schade, schade. So. So, hier haben wir ein paar, die wegen Hitze nicht mehr auf dem Spielfeld sind. Beru hat die Hitze nicht ertragen, Bugfish hat die Hitze nicht ertragen und Plastiklöffel hat die Hitze nicht ertragen. Und beim Gegner kein einziger. Oh, das war schlecht. Oh, 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 oh. Jetzt sind wir krass in der Unterzahl hier. Das ist nicht gut. Koriminus gegen Dingobo. Mischka halten wir hinten, glaube ich. Koali ist, glaube ich, der am ehesten hier vorne so einen Punch aushält. Mit Ausweichen und Blocken. Einmal den Umbrion auf die Seite. Und hier den Eloridas auf die Seite. So, einmal in die Mitte. Und den Mischka einmal nach hinten. So. Ja. Sieht ganz gut aus. Der Cartman steht da links ein bisschen... ich habe ein bisschen Angst wegen dem Minotaurus, aber... It will be good. Ja. Haben keine Wahl. Wir sind in der Unterzahl. Durch die Hitze. Machen wir das Beste draus.
Wir haben immerhin einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Wir haben ja schon 7 jetzt, müssen wir ein paar ausgehen. Leider kann man ja im Wiederholungswurf nur einmal pro Tor machen. Wir werden diese 7 nicht aufbrauchen, nicht so in dieser Halbzeit. Wäre cool, wenn man die für die nächste Halbzeit aufbewahren könnte. Oh, jetzt gibt's den Blitz. Arme Umbreon. Wir erinnern uns, er hat eine Verletzung, wieso schon? Und Gott sei Dank ist noch nichts weiter passiert. Komm Leute, 3 Züge lang müssen wir den Gegner abhalten vom Touchdown. Und dann hoffen, dass so ein paar von ihm auch mal wegen der Hitze nicht wiederkommen. Oh ja, das ist gut. Sehr, sehr schön. Das bedeutet nämlich, dass der Koani hier mit Ausweichen mal rausgeschafft und nach hier läuft. So, und dann haut der gute Samur hier mal den Tiermenschen. Und folgt ihm. Ja, da kommt die Bäckerfaust. So. Engai. Einmal den Blitz gegen diesen Chaoskrieger. Jo. Alles klar. Folgen. Keep pushing. Bam. Immerhin gelähmt. So, ein weiter. So, der Umbreon wird neben den Big Guy gehen. Ebenso der Mischka mit einem Go for it. Und der Elore, das hat er eben schon bewiesen. Nein, 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 nein. Dass er den Starspieler ganz gut packt. Diesmal nicht. Wiederholungswurf. Ja, genau so muss das sein. Hau ihn zu Boden. Okay. Immerhin liegt er. So, der Cartman wieder ins Backfield. Das war eine gute Entscheidung letztes Mal. Und auch hier wartet er wieder nur auf seine Opfer. So, während der Kuriminus jetzt ohne den Wiederholungswurf versucht auszuweichen und sich vor dem Minotaurus hier zu flüchten. So. Dann gehen wir noch hier hin und unterbinden mal, dass er einfach hier so einfach mal über die Flanke durchläuft. Ich meine, er kann immer noch so außen rum. Braucht aber jetzt ein paar mehr Felder. Alles klar. War noch eine erfolgreiche Runde für unsere Verhältnisse. He's standing there drooling. Jo. Und mal das Schubsen gegen Koani. Jetzt kommt der Minotaurus das erste Mal in den Blitz. Gegen den Samur. Er schiebt und er hat leider Rasen. Das heißt, er wird nochmal blocken können. Jetzt dieses Mal haut er ihn zum Boden. Hoffen wir, dass ihm nichts passiert. Puh. Ballträger rückt näher an unsere starke Linie. Ich wäre jetzt eher auf die andere Seite gelaufen. Er hat halt auch nicht mehr viele Züge Zeit, um einen Touchdown zu machen. Aber dass er auf unsere starke Seite rüberläuft, ist natürlich, spielt uns in die Karten. Ist nicht schlecht. Da kommt der Gobbo. Wie heißt der nochmal? Grotti. Ja. Alles klar. Gut, dann wird der Elorilis sich jetzt um Grotti kümmern. Guck mal, so. Er kann einfach mit Star spielen, der Elorilis. Und? Da kommt wieder die Bäckerfaust. Und Grotti ist gelähmt. Sehr gut. So, jetzt haben wir einen gegen den Ballträger. Samur, bitte wieder aufstehen.
So. Haben wir hier jemanden mit Block? Jawohl, den Mischka haben wir. Und der wird auch noch den strähnigen Tigor angreifen. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead in your teeth. So gut. Dann hier hin. Der Koali wird sich hier auch noch ein bisschen um den Starspieler kümmern. Der wird nämlich gleich wieder aufstehen. So, und dann hier einen hin. Und Cartman steht da eigentlich gut, wo er steht. Okay. Da steht der Starspieler wieder auf. Wer ist der nochmal? Rick Farf. Okay. Das gibt gleich, glaube ich, einen Schlag gegen den Samur. Ne, gegen Eloridas, meine ich. Ja, Samur wird natürlich auch geprügelt hier. Aber, ist ganz gut. Oh, der Dinotaurus macht das hier gegen den Eloridas. Ah, das könnte wehtun. Und Eloridas ist verletzt. Keine langfristigen Auswirkungen. Aber wir verlieren einen weiteren Chaoskrieger. Haben jetzt wieder nur den Samur auf dem Spielfeld. Ja, er musste was tun, aber das hat jetzt unter den Starspielern gewütet. Das ist nicht ganz so einfach. So. Ja, ich würde sagen, wir versuchen hier mal ein bisschen Leute ins Publikum zu stoßen. Na, komm. Ah, Wiederholungswurf. Ist natürlich... Oh, okay, schaffen wir es nicht. Wer war das hier, der Versager? Koali, glaube ich, oder? Nee, der Mischka. Okay, wo ist denn der Koali? Ah, er steht direkt neben den beiden Big Guys. Alles klar. Der Arme. Korimus wird gepusht. Okay, jetzt kommt auch Cartman ins Spiel. Der muss sich mit den Klauenhaini hier wehren. Okay. Keine Chance gegen Koal. Und wir verteidigen unsere 1-0-Führung auf jeden Fall jetzt. So wie er spielt. Oh gut, der hätte es, glaube ich, auch so nicht schaffen können. Da kommt der Blitz gegen Koali. Ja, der Minotaurus ist schon fies. Ist auch die nächste Anschaffung für unser Team. Ein Minotaurus. Nicht der Minotaurus, aber einer. Ja. Die Armen werden alle zugrunde gerichtet. Oh, weia. So. Was können wir noch machen in unserem letzten Zug? Wir versuchen hier mit dem Samo nochmal den Chaoskrieger aus dem Leben zu prügeln. Schaffen das aber leider nicht. Folgen. Aufstehen. Aufstehen. Der Mischka kann hier mal den Clown zu tackeln. Ja, der hat auch Block. Hier holen wir den Wurf doch mal. Wir haben es ja. Oh, schade. Folgen. Okay, beenden wir unseren Zug. Wir gehen in die Halbzeit. Unsere verletzten Box. Immerhin steht einer unserer Chaoskrieger aus der K.O.-Box wieder auf. Und die bleiben alle liegen. Oh Gott. Ah, Gott sei Dank nicht. Koriminus hat es diesmal niedergerafft.
Alles klar. Oh, und die, der Big Guy. Oh, beide Big Guys sind nieder. Das ist sehr gut. Und ein Chaoskrieger. Sehr nice. Okay, das wird wahrscheinlich... Oh, der ist auch gefährlich hier. Der Brisphagos. Der Tentakel. Tentakel sorgen dafür, dass man einen Test machen muss, wenn man ausweicht. Und er kann versuchen, einen halt am Ausweichen zu hindern und ihn einen wieder dran ziehen. Das ist ganz nice. Jo. Versuchen wir mal nicht über diese Flanke zu gehen. Plastiklöffel auf außen. Der Frank ist auch wieder da. Wird sich gleich mal hier um den kümmern. Backfisch wie immer einmal nach hier zum Ball aufheben. Bero, du musst mal deine Angst vor Goblins ein bisschen überwinden. Und dich mal gleich wahrscheinlich mit dem da prügeln. Der Mischka hilft dir da ein bisschen bei. So. Und der Endguy. Was machen wir mit dem? Den stellen wir hier, wo der Chaoskrieger ist. Und der Samur kümmert sich um den oder um den? Ich glaube um den besser. Das ist ein Clown-Heini. So, und Koali einmal hier hinter. Okay. Touchdowns are coming. The Studio Wizard has promised me at least one more with the final whistle. Und wir bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das ist sehr gut. Und der Ball liegt neben Koali und neben Engai und Cartman und sogar Samo. Der, das ist verlockend, da mit ihm den Ball aufzunehmen. Wir starten mit Frank, der hier draufhaut. Bam. Ist gelähmt. Der Cartman geht einen nach vorne. Und Engai versucht sich mal am Clown hängen. Ah, wir brauchen den Wiederholungswurf. Schieben. Aber das reicht mir. Komm, Engai, folge dem. So. Der Bero, komm, überwinde deine Angst. Nee, er schafft es wieder nicht. Aber immerhin schiebt er ihn Richtung Publikum. Sollen die sich doch damit befassen? Just one more step. So, dann gehen wir mit dem Samur nach hier. Und ringen ihn nochmal mit unseren Spielern. Käfig nennt man das. So, und dann Backfisch, nimm den Ball auf. The blessing of the gods of chaos allows this player to pick up the ball. Und jetzt kommt der Pass auf Samur. Good play. Sehr nice schön. Catch. And the ball is already well defended. Ja. Das war ein guter erster Zug. Und wir versuchen mit dem Samur den Aufstieg hinzukriegen. Das heißt, er muss den Touchdown machen. Versucht sich jetzt hier Richtung Ball zu bewegen. Wir haben hier Gott sei Dank noch eine Defense Line dazwischen. Something exciting's about it. Keep it here on Cabal Vision HD. Engai ist gelähmt. Auch den Screen haben wir schon ein paar Mal gesehen. Da neigt der, glaube ich, ein bisschen zu. Gobbo steht auf. Bero kann ihn nicht davon daran hindern, zur Seite zu laufen. So, Umbreon. Einmal den Gobbo. Ah, der kann das auch nicht. Stehen. Und Bero kommt gegen den Gobbo. Und dieses Mal hat er es geschafft. Er pusht ihn.
in die Crowd. Und Grotty K.O. wird die Nils zufriedene Gesicht aufnehmen. Auf dem Screen von Beru. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen frei machen. Plagen kümmert sich Plastiklöffel. Place to end your turn on the border of the pitch. So, und schieben if the player gets pushed into the crowd. Folgen. Well, last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, der Koali einmal hier rum und hier vorne. Sehr schön. Dann haben wir hier einen Block von Mischka. Und der Gegner hat keinen Block. Perfekt. Und verletzt. Sehr schön. Der Mischka, der kann das. Warum auch immer es immer bei Mischka passiert, aber er schlägt die Gegner reiheweise hier kaputt. So, Frank. Einmal hier verteidigen. Und bevor irgendwas anderes passiert, Samoa nach vorne. That's a dangerous place to be. Hier Verteidigung. So, Cartman, mit dir machen wir jetzt was ganz risky. Wir laufen hier in der Tackle-Zone, ist nur 50-50 und danach 67%. Aber ist eigentlich egal, ich muss den verteidigen hier. Und das schaffst du, Cartman. Ich bin da positiver Dinge. Na, okay, dann doch nicht. Aber wir haben einen Überholungswurf. Komm, Cartman, 50-50. Und yes, der Cartman kann es halt. Du hast gesehen, wie agil er ausgewichen ist. Ah, jetzt kommt der Tiermensch mit den Tentakeln. Sieht schon ein bisschen eklig aus. Ich will auch so einen in unserem Team. Wem verpassen wir den Tentakel? Mal gucken. Der Attacker hat einen Assist. Oh, Backfisch wird richtig böse geprügelt. If I was on the receiving end of that, it'd be more terrifying than being urinated on by a flesh hound. Chaoskrieger steht wieder auf. So, und schon hat sich das gelohnt, den Cartman nach vorne zu stellen. Der wird jetzt zwar niedergeprügelt, aber der Chaoskrieger läuft jetzt nicht in den Weg nach vorne. Oh, es ist auch noch der Krallenheini gewesen. Ah, Cartman. Du bist zwar gelähmt, aber du hast... du hast uns wunderschöne Dienste erwiesen hier. Wunderbar hat das geklappt. So, wen schicken wir denn jetzt hier nach vorne? Komm, umdrehen uns den längsten Weg. Blitz. Can the other team steal it away? Wiederholungswurf. Ja, perfekt. Und folgen. It looks rather like an old traditional spectacle in the sky. I know this one. Torgomania. So, und nach vorne. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit gelaufen. Weil der Chaoskrieger kommt ja nicht so weit. Na gut. Dann machen wir das auf diese Weise. Ich habe ein bisschen nicht aufgepasst. Aber wir können hier noch eine zweite Verteidigungslinie aufbauen. Der Frank kann den Tiermenschen hier mal eben prügeln. Folgen. Nice one. Okay, und hier hinten der Engel, der sneakt sich mal ins Backfield. Ganz leise und heimlich umrundet er die Gegner auf der anderen Seite. Gucken, ob sie ihn bemerken. Ja, Clown-Heini. Ab nach vorne mit ihm. Aber er scheint es nicht drauf zu haben, unseren guten Samu am Touchdown zu hindern.
there is about to get punched above and below the belt at the same time. Come on. Oh. That's it. Na, das ist der Touchdown. Ich sehe das schon. Das heißt, ein Level-Up für den Samo. Okay, was machen wir? Wir versuchen noch einen Chaoskrieger irgendwie zu verletzen oder so. Auf jeden Fall haben wir erstmal hier den Team. Okay. Wo ist der Clown-Heini? Der Clown-Heini ist da drüben. Und wir versuchen jetzt mal, ihm eine Überzahlung. Okay. Der erste Versuch hat nicht funktioniert. Zweiter Versuch mit dem Koali. Ah, wir haben beide Block. Okay, dann halt nicht. Dann halt der Touchdown. Von Samuel. Zurecht Nummer 10 unseres Teams. Und das ist halt der Vorteil der Chaoskrieger gegenüber zum Beispiel den X-Menschen Sauruskriegern mit der Stärke 4. Sie können auch mit dem Ball Touchdowns erzielen. Also können X-Menschen auch, aber ist nicht ganz so einfach für sie wie für den Chaoskrieger. So, jetzt hoffen wir, dass wenige Spieler von uns der Hitze hier heimfallen. The poor little bugger's getting a little too warm. Maybe he should take an ice bath. Pathetic. Keiner von uns. Perfekt. Here comes some sleeping beauties. Und einer vom Gegner. Leider sind beide Big Guys wieder da. So, den Samo schützen wir jetzt mal ein bisschen. Der geht jetzt von der Linie weg. Nicht, dass ich den gleich noch verliere. Na komm. Tausch den Platz mal mit dem Umbrand der Kuriminus. Inga nach vorne. Koali kann, habe ich auch noch was aushalten. Der kann auch noch vorne bleiben. Alles klar. Dann stellen wir den Frank hier auf die Seite und den Lesrak auf diese Seite. Und den Beru auf diese Seite. Backfisch bleibt in der Mitte. Kuriminus auf diese Seite. Jo, und na, nochmal hier hin. Und der Mischka auch hier hin. Und dann gucken wir mal, was das gegnerische Team macht. Ich glaube, sie werden es nicht schaffen, noch zwei Touchdowns aufzuholen. Wir bekommen einen kostenlosen Bonuszug. Sehr schön. Und dann, der Ball geht nach ganz da hinten. Komm, Lesrak. Blitz. Leider nur schieben. Just what are you doing, Jim? Oh, I'm terribly sorry, Bob. You've caught me polishing my teeth. Why are you polishing your fangs, Jim? Since we are now zapped to cross the old world in high destiny cabal vision, the viewers can see everything, so I need to look my best. So, Cartman, wir haben noch Rerolls. Guck mal, go for it. Go for it, Cartman, go for it. Näher an den Ball. Genauso wie Backfisch. So, und Mischka hat jetzt die Aufgabe, hier den Minotaurus ein bisschen abzufangen. Alles klar. Und der Kuriminus kümmert sich um diesen Tiermenschen. Und der Samur rückt mit dem Go-For-It nach.
schafft das auch. Und der Frank. Ich glaube, den Frank halte ich im Backfield. Er ist zwar nicht so ganz so agil, aber besser als nichts im Backfield zu haben. Fantastic! What was that, Jim? What, Bob? The whole fantastic thing? Oh, I'm just trying to introduce a catchphrase. My agent says it will help for future. Okay, also. Don't do it again. I hate bad puns. Yes, they picked up the ball. Whoopie-dee-doo. Also der Gegner, ich weiß nicht. Der Cage hätte auch hier ganz gut, wäre auch hier viel besser gewesen. Jetzt hat er hier 5 Spieler gegen sich, die gleich Druck auf den Cage machen. Eher Big Guy, aber... Ja. They're gathering around that lone player. Like halflings round a sandwich. Ja, unsere Leute hier an der Linie werden natürlich jetzt geprügelt. Und go for it. Hat er geschafft. Schade. Ja, Koani wehrt sich. Und Taurus ist frei jetzt. Und weigert sich. Sometimes cute animals like this forget the sport. Alles klar, gut. Lesrak. Lesrak kann heute nur schubsen. Cartman. Stell dich mal neben den Ballträger. Ja, komm, wir schubsen den. Folgen. Apparently wizards call that. Und sehr schön, ein K.O. Let's take a look at that. Yes, the unmistakable sign of a player's eyes rolling up into his head. He'll be out for some time. So, der Samur schlägt diesen Tiermenschen. Und folgt ihm. So, der Tentakeltyp wirft jetzt von Coriminus hier hinten mal ein bisschen behakt. So. Bero, neben dem Ballträger, bitte. Und Mischka und Backfisch versuchen sich jetzt an den Chaoskrieger. Gemeinsam können sie ihn vielleicht schlagen. So. Ein Einserblock. Nee, ich hole den Frank zur Unterstützung nach vorne. So, dann haben wir nämlich einen Zweierblock hier. Und wir bleiben stehen. Und ein K. Oh, der ist sogar tot. Nice one. Sehr gut gemacht, Umbreon. Starspielerpunkte redlich verdient. So, und jetzt ein Minusblock. Ah, Mist. Ah, gut. Wir schieben. Ne, wir wiederholen das nicht. Das fand ich so ein bisschen dumm gerade. Und einmal schieben und folgen. Zu Ben. So, 2 Leute auf dem Ball und ganz viele außenrum. Der Starspieler und der Tentakeltyp, das ist ein bisschen gefährlich. Aber we'll see, we'll see. Cartman macht das gut gegen den Big Guy. Da kommt der Minotaurus zur Unterstützung. Jetzt wird's komplizierter. Ja. Sehr gut. Der Chaoskrieger geht down. Und das ermöglicht uns jetzt. Der ist geblockt zum Unterstützen. Der ist geblockt zum Unterstützen. Und ich bin in keiner Tackle-Zone. Mischka, da ist ein Blitz. Perfekt. Folgen.
They've left the ball carrier exposed. There could be a counter-strike. Und? Ah, der Ball geht rüber zum Tentakelfritzen. Schade, schade. Ja, Wiederholungswurf. Weg vom Ball, bitte. Und... Okay. Hier haben wir einen Einserblock, weil der Minotaurus unterstützt. Backfisch holen wir hier rum. Einmal schön auf den Ballträger. Hier haben wir einen Einserblock. Oder? Nee, das ist einer von mir, oder? Das ist einer von mir? Das ist der Bero, hallo! Okay. Dann haben wir hier noch einen Block gegen den Ball. Perfekt. Und folgen. Jetzt mal sehen, der Bero hat sich so gut getarnt. So. Na, wirst du... Komm, Bero, du kannst den Starspieler, kannst du, oder? Jawoll. Du machst mit Kombos rum. Folgen. Perfekt. Nur wegen dir kommt der Kombo ständig in unser Spiel. Cartman, nimm den Ball auf. The player's taking the ball. And the end, und mach den Touchdown. He scored. Sehr schön, Karten. This looks like the end. They can't catch up such a big gap. Yeah. Hübsch, hübsch. Die K.O.-Leute stehen wieder auf bei ihm. Okay. Also gewonnen haben wir das Spiel auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Zwei Leute von uns haben die Hitze nicht ertragen. Natürlich zwei Chaoskrieger. Beim Gegner hat der Minotaurus die Hitze nicht ertragen. Alles klar. Union vorne, Engai vorne, Koali vorne. Das können wir so lassen. Plastiklöffel einmal nach vorne. Einmal mit dem Samur bitte die Plätze tauschen. So, und hier machen wir mit dem Bero mal die Seite ein bisschen mehr zu. Okay. Einstellung bestätigen. Und... Kick. Und wir bekommen wieder einen Wiederholungshof. Es kommt uns langsam zugute, dass wir so viele Fans gesammelt haben in den letzten Spielen. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Es nimmt ja schon fast elfische Punktzahlen hier an, wie wir hier gewinnen. Mit 3-0 führen wir. Und das, obwohl wir hier so zerprügelt wurden. The bigger they are, the thicker they tend to be. Obviously. Aber gut, wie gesagt, der Gegner hat uns auch in die Karten gespielt, indem er immer auf unsere Verteidiger zugelaufen ist, anstatt sie zu umrunden. Und Umbrun ist K.O. Überspringen. K.O. ist okay für Umbrun. So, Koali. Ein Dreierpunkt. Kallen Heini. Und ist gelähmt. Wir sind dran. So. Was machen wir denn mit unserem Zug?
Laufen wir ein bisschen Richtung Ball. An den Ball drankommen wird schwer, wenn er sich da nicht mehr groß bewegt. Nur noch ein Chaoskrieger auf dem Feld. Und der macht jetzt auch mal einen Blitz. Ne, Wiederholungswurf. Und haut den Tentakel weg. Und verletzt ihn. Sehr schön. Ja, der Samur ist heute richtig gut in Form. Ein Guy raus. Okay, und Zug beenden. Vorletzter Zug für den Gegner. Es muss einen Spieler in Touchdown-Reichweite bringen, ansonsten wird er das nicht mehr schaffen. Ja, jetzt kommt der Cage wieder. Kann auch ruhig machen. Je mehr Leute er für den Cage abstellt, desto weniger können mich prügeln. So, ich glaube, eine Chance wäre jetzt noch hier rüberlaufen, dem den Ball geben. Ah, jetzt geht's nicht mehr. Das geht auch von hier drüben. Und macht es sich nur unnötig schwer. Gelähmt. So, wie gesagt, seine Chance ist jetzt mit ihm zum Gobbo laufen. Dem Gobbo den Ball geben. Den wegprügeln, mit ihm den Gobbo nach hier schmeißen und dann hoffen, dass er überlebt und dann den mit dem Gobbo hier mit samt Ball in die Endzone laufen. Wir versuchen das zu verhindern. Ich glaube nicht, ich übernehme das sogar, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass das überhaupt funktioniert. Na, das war ein bisschen dumm gerade. Das wird bestraft. Eine dumme Aktion. So, jetzt bin ich gespannt, ob der Computer das macht. Er macht es nicht. Okay. Schade, ich hätte es gern gesehen. Das ist eigentlich auch die einzige Sache, warum man sich dieses Starspieler-Team da auch einkauft. Wenn man einen Gobbo schmeißen will, oder? Ja, okay. Und den Ogre als Big Guy dabei zu haben. Aber ihr habt ja gesehen, die zwei Big Guys haben jetzt auch nicht so super viel gerissen. Und halt zwei Spieler auf dem Feld, die unzuverlässig sind. Der eine muss auf wildes Tier werfen, der andere auf Blödheit. Aber auf Dummkopf ist so etwas anderes als Blödheit. So, bist jetzt bald mal fertig hier. Ja, okay. I thought my heart would almost beat on more than one occasion. Jetzt hoffen wir, dass auch jemand den Spieler des Spiels gewinnt, der einen Aufstieg verdient. Wir haben 30, das wiederholen wir mal. Ja, und holen nochmal 10.000 mehr raus. Wir haben keinen neuen Fanfaktor. Und der Samur hat auch noch den MVP bekommen. Alles klar. Ja gut, verdient hat das. Und ist jetzt dann auf 28 und ist schon wieder in Reichweite des nächsten Aufstiegs. Also der Samur geht steil durch die Decke bei uns. Alles klar, gucken wir uns doch mal an, was er für einen Aufstieg bekommt. Da ist er mit seinen... Ah ne, insgesamt die 23, ja, mit den 5, die insgesamt die 23, okay, schade. Das wäre ein bisschen krass gewesen, innerhalb von einem Spiel fast 2 zu überspringen. Okay, Stufe aufsteigen. Die 9, das heißt nichts Besonderes.
Der bekommt Knochenbrecher. Fügt jedem Rüstungswurf einen Verletzungswurf oder einem Verletzungswurf was zu. Der wird also die Möglichkeit haben, Leute besser zu verletzen. Machen wir den Samur zum Killer. So. Die nächsten Leute, die einen Aufstieg verdient haben, hier Umbreon. Cartman ist noch ein Punkt weg. Und sonst sind wir relativ weit weg. Der Plastiklöffel noch. Frank, Lesrak. Ja, wird schwierig. So, wir können uns momentan auch keinen neuen Spieler leisten. Gehen wir mal zurück, schauen uns mal die Lage in der Liga an. Denn wir müssten diesen eigentlich gewonnen haben. Wir haben ja nichts verloren hier. Spielplan, Bestenliste. Ah, hier ist die Bestenliste, okay. Wir haben 8 Siege, keine Unentschieden, keine Niederlage. Sehr, sehr gut. Alles klar. Zurück. Und als nächstes spielen wir gegen die Skaven. Und zwar ist das dann jetzt schon die nächste Liga? Oder ist es noch die Bronze-Liga? Vielleicht ist es ein Aufstiegsspiel. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, wie das Ganze funktioniert. Wir werden es sehen beim nächsten Mal. Wir spielen auf jeden Fall gegen Skaven, die Rattenmenschen, die Warfire Splinterers. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Quali. Tschüss. Yeah.